Hallo an alle digitalen Endgeräte, egal ob ihr aus dem Wohnzimmer zugeschaltet seid oder vielleicht aus dem Arbeits-/Schlafzimmer. Vielleicht der ein oder die andere auch bei gutem Wetter von draußen. Hier in Erfurt, wo Jonas und ich sitzen, auf jeden Fall eher nicht. Hier ist gerade ein richtig krasser Wolkenbruch niedergegangen. Ja, genau. Ich bin der Stefan. Bin Studienberater bei uns an der IU, Internationalen Hochschule, hauptsächlich für das duale Studienmodell. Allerdings haben wir auch immer wieder mit Bewerberinnen zu tun, die sich vielleicht ursprünglich für das duale Studium beworben haben, wo wir aber dann feststellen im Gespräch, das Mai-Studium würde vielleicht noch besser passen. Deswegen erzähle ich euch auch sehr gern darüber was. Unterstützt werde ich von Jonas, meinem Kollegen, der vor allem auch den Chat im Auge behalten wird und dann gerne quasi Jonas entweder wie entscheide, ne? Wie nachdem, entweder im Chat beantworten oder auch gerne reingrätschen bei mir und die Frage reinbringen und beantworten. Ne? Genau, ja, wenn das allgemein Wichtiges ist, trage ich es in die Runde, dass es jeder dann auch mitbekommt. Sehr gut. Wir sind grundsätzlich beim Du bei der IU. Wenn es okay wäre, würden wir euch einfach auch duzen und ihr dürft uns auch sehr, sehr gerne duzen direkt. Ja? Gut. Und ihr wisst, genau, also wir betreuen hauptsächlich den virtuellen Campus tatsächlich. Den gibt es auch bei MyStudium, das erkläre ich euch dann noch. Ja. Also das heißt die Möglichkeit zu studieren, live und interaktiv, aber ortsunabhängig über Zoom. Und ortsunabhängig, deswegen seht ihr hier im Hintergrund auch, wie es bei mir im Kinderzimmer meiner Töchter aussieht. Ein kleines Stückchen seht ihr es zumindest. Genau. Okay, dann legen wir mal los. Das Mai-Studium ist ein relativ junges Studium bei uns, um das es heute gehen soll. Ich wurde auch schon gefragt, ob das deswegen so heißt, weil das im Mai losgeht. Und diese und andere Fragen werden wir gucken, dass wir die in den nächsten 30 Minuten klären, ja, dass ihr wisst, was es genau damit auf sich hat und für wen die Studienform geeignet ist. So, dafür werde ich euch in den nächsten 25 Minuten euch einen kurzen Abriss über die Entwicklung unserer Hochschule geben. Nein, keine Sorge, ja, werde ich nicht. Aber nur ganz kurz, dass ihr wisst, wenn ihr noch nie gehört habt, IU, wer sind wir? Also wir sind eine private Hochschule, die aber staatlich akkreditiert und anerkannt ist. Das heißt, die Studienabschlüsse bei uns sind gleichwertig zu allen, die ihr an staatlichen Hochschulen erwerben könnt. Uns gibt es noch gar nicht so wahnsinnig lange, ja, seit 1999. Und wir sind aber seitdem sehr, sehr stark gewachsen. Die Chance, dass ihr schon mal von uns gehört habt, ist recht hoch, dass ihr irgendjemanden kennt, der in einer Studienform bei uns studiert. Wir haben nämlich mittlerweile über 100.000 Studierende in ganz Deutschland in insgesamt vier Modellen im dualen Studium. Da hat unsere Kollegin Paula, ne, um 12 einen Vortrag gehalten, den ihr vielleicht schon gehört habt. Das Mai-Studium, das Mai-Studies, was einfach ein englischsprachiges Studium ist, und das Fernstudium. Ja. Insgesamt gibt es uns ab Oktober auch über 35 Städten in Deutschland in Präsenz und überall, wo das Internet reicht, quasi auch als virtueller Campus. Und was sich. Und dafür bietet sich das ein bisschen an, finde ich, für die Erklärung, mal kurz zu erklären, was es nicht ist, beziehungsweise ein bisschen, wo es herkommt. Ja? Weil wir hatten vor dem Mai-Studium, was wir jetzt seit etwa 1,5 Jahren haben, quasi zwei Studienformen, und das war einmal das duale Studium. Und das duale Studium hat einen großen Vorteil: es bietet maximale Struktur für alle, die das möchten. Ja? Ihr habt ein Zeitmodell, der bei Paula war, weiß es quasi, ne, im Vortrag, wo ihr drei feste Tage arbeitet bei einem Unternehmen und zwei feste Tage mit Anwesenheitspflicht studiert. Das heißt, es ist ein bisschen wie in der Schule, auch wenn ihr morgens keine Lust habt, quasi man muss schon irgendwie dahin gehen. Ja? Und man weiß immer genau, was tun ist. Auf der anderen Seite haben wir schon immer das Fernstudium. Das ist für alle die sagen, quasi, ne, diese Struktur nicht, das ist mir zu starr. Ich möchte flexibel sein, weil ich schon Familie habe, weil ich arbeite, weil ich im Ausland reisen möchte und ich kriege das hin, mir das selbst zu organisieren. Ich brauche nur einfach nur die Materialien, Skripte, Podcasts, Videos und dann bringe ich mir den Stoff selber bei, melde mich für Klausuren an, die ich auch ortsunabhängig schreiben kann. Und studiere einfach dann, wann es mir passt. Ja. Wer wissen möchte, dann nachher vielleicht nochmal am Stand bei uns, wie das geht. Da ist Jonas der beste Ansprechpartner, denn der ist gerade in den allerletzten Zügen seiner Masterarbeit. Er hat parallel zur Arbeit bei uns einen Master gemacht im Marketingmanagement und den auch. Und davon gibt es nicht viele Leute, kenne ich fast niemanden, der das geschafft hat, in Regelstudienzeit im Fernstudium innerhalb von 2 Jahren durchgezogen, neben der Arbeit. Mit Lernen am Wochenende, morgens und abends, ja, und in der Mittagspause. Also wer wissen will, wie man sich da organisieren kann und wie das gut funktioniert, mal Jonas bei uns am Stand. Bis 15 Uhr sind wir ja noch da. Und dann haben wir uns gedacht, vor 1,5 Jahren,
das sind ja die zwei Extreme, ja, die maximale Struktur im Dualen und die maximale Flexibilität im wäre vielleicht ganz gut, wir hätten noch ein bisschen was dazwischen, ja, und das ist quasi das Mai-Studium. Das Mai-Studium ist eben so angelegt, dass ihr keinen Praxispartner habt, wo ihr arbeitet fest, sondern ihr studiert einfach bei uns, ja, in einem Vollzeitstudium und habt Selbstlernmaterialien und aber noch im Gegensatz zum Fernstudium die Möglichkeit, Tutorien zu besuchen, um eben gemeinsam mit einer Tutorin aus der Praxis mit Aufgaben und Fragestellungen und so weiter den Stoff euch mitzuerarbeiten. Ja? Und das aber komprimiert an 2 bis 3 festen Tagen auch in der Woche, sodass ihr mindestens 2 volle freie Tage habt, um nebenher arbeiten gehen zu können, aber so flexibel, wie ihr wollt, quasi. Müsst ihr nicht, aber könnt ihr natürlich euch einfach einen Nebenjob suchen oder einen Werkstudentenjob, reisen nebenher. Das ist alles möglich quasi im Mai-Studium. Wie genau sieht das aus? Hat eine Quartalslogik, das heißt, man darf in den meisten Studiengängen im Mai-Studium 4-mal im Jahr starten, im Januar, im April, im Juli oder im Oktober. Im Fernstudium dürftet ihr jederzeit starten, aber der Vorteil ist eben, durch diese festen Starttermine habt ihr quasi auch die Möglichkeit, euch mit anderen Leuten zu vernetzen, die gleichzeitig mit euch anfangen. Ja, ihr habt in jedem Quartal einige Wochen lang erst Zeit, euch den Stoff mit Skripten, Video, Podcasts selbst zu erarbeiten und parallel dazu habt ihr Tutorien. Die könnt ihr entweder an einem unserer Standorte besuchen, in München, in Hamburg, in Frankfurt, in Berlin, an weiteren Standorten, seht ihr auf unserer Website. Oder ihr sagt, ihr wollt das Ganze zwar auch live haben, aber ortsunabhängig über Zoom, dann könnt ihr quasi auch am virtuellen Campus ins Mai-Studium starten. Immer nach, und dann habt ihr am Ende quasi so 2-3 Wochen jedes Quartals, wo empfohlen wird, dass ihr die Prüfungen ablegt. Ihr müsst es nicht machen, das ist eure Eigenverantwortung, ja, im Mai-Studium. Anders als im dualen Studium seid ihr nicht verpflichtend für Prüfungen angemeldet, sondern müsst euch quasi selbst anmelden. Es gibt aber die Empfehlung, dass ihr, damit das quasi keinen Berg vor euch herschiebt, ne, dass ihr nach jedem Quartal, auch zu den Kursen, die ihr belegt habt, danach die Prüfung schreibt. Und das könnt ihr eben entweder an einem unserer Prüfungszentren machen, könnt ihr euch einen Termin buchen, so wie Jonas, der hat wirklich hardcore vor dieser Messe heute noch eine Klausur geschrieben. Und also könnt ihr gern machen. Oder ihr könnt auch, sage ich noch was dazu, die Prüfung ortsunabhängig und virtuell ablegen. Stefan, ihr habt eine ganz kurze Frage, sorry. Nochmal ganz kurz, der Unterschied zwischen virtuell und online wurde erfragt. Was bedeutet das? Okay, genau. Manchmal, wenn ich, seht es mir bitte nach, aber genau, also virtuell heißt bei uns auch intern immer, am virtuellen Campus mit virtuellen Veranstaltungen heißt, ihr habt live Tutorien, die ihr besuchen könnt, aber nicht müsst. Das ist ja noch der Punkt, keine Präsenzpflicht. Ne? Also anders als im dualen Studium ist das ein Angebot von uns. Ja? Also egal, ob ihr sagt, ihr wollt in München am Campus oder bei uns am virtuellen Campus eben studieren im Mai-Studium, ihr habt die Möglichkeit, diese Tutorien zu besuchen, aber nicht die Pflicht. Und wenn ihr sagt, ich bin jetzt ein halbes Jahr in Amerika und habe 12 Stunden Zeitunterschied oder in Neuseeland, ja, das hat Sinn, an einem Tutorium teilzunehmen im nächsten halben Jahr, weil das immer nachts um 3 bei mir wäre und da bin ich nicht so richtig aufnahmebereit. Ja? Dann könnt ihr auch sagen, ihr macht ein halbes Jahr komplett online und online heißt, ihr habt dann eben wie im Fernstudium keine Live-Veranstaltung, sondern einfach die kompletten Lernmaterialien, die aber grundsätzlich so ausgelegt sind, dass ihr damit euch eben selbst beibringen könnt. Ja, und wir haben wirklich Lernmaterialien für jeden Lerntyp. Wir haben Skripte, wir haben Videos, wir haben Podcasts, egal ob ihr also ein visueller, ein auditiver Mensch seid. Ihr könnt quasi die Materialien bei uns nutzen, mit denen ihr am besten lernen könnt. Und das Schöne ist, das ist dieser Punkt, einfach wechseln hier auf der Folie. Ihr könnt eben sagen, okay, ich mache mal ein Beispiel. Wir haben tatsächlich auch im dualen Studium, am virtuellen Campus, einen Praxispartner auf Rügen, auf der Insel Rügen, ja, wo ein Student lebt und arbeitet. Angenommen, ihr wohnt jetzt auch auf Rügen und sagt, hier ist es auch wirklich ganz schön, das erste halbe Jahr möchte ich gern von zu Hause aus studieren. Dann könnt ihr sagen, okay, ihr schreibt euch am virtuellen Campus für das Mai-Studium ein, studiert das erste halbe Jahr eben mit den Zoom-Tutorien und dann sagt er, okay, jetzt wage ich mich mal runter von der Insel, ich ziehe jetzt mal nach Hamburg. Hamburg ziehen, am Campus weiter studieren, ja, und dann sagt er, okay, und jetzt gehe ich mal ein Jahr nach Spanien. Dann switcht er wieder auf den virtuellen Campus. Der Zeitunterschied zu Spanien ist nicht so groß, das heißt, da könnt ihr durchaus, wenn ihr wollt, die Live
Veranstaltungen besuchen und dann geht ihr vielleicht noch ein halbes Jahr nach Neuseeland und sagt, okay, in dem halben Jahr schreibe ich meine Bachelorarbeit und habe nicht mehr so viele Kurse, ja, dann mache ich das halt komplett ohne Tutorien, ohne Live-Veranstaltungen und bringe mir den Stoff selber bei, mit den zur Verfügung gestellten Materialien. Das ist halt das Coole, die Flexibilität, die das MyStudium ermöglicht. Ihr müsst nicht euer Leben um Studium und drum bauen, sondern das Studium baut sich quasi um euer Leben, so gesehen, drumherum. Wir sind, genau, wie gesagt, an über 35 Standorten. Die eher etwas kleineren haben nicht alle das MyStudium und auch nicht jeden Studiengang, aber das seht ihr im Zweifel über unsere Website, wenn ihr euch quasi für einen Standort entscheidet und dann für einen Studiengang, da kommt ein Dropdown-Menü, wenn es den Studiengang nicht gibt, dann wird er eben an dem Standort nicht angeboten. So einfach ist das. Ja. Aber wir sind eben in sehr, sehr vielen Städten vertreten und über den virtuellen Campus eben überall auch da, wo es gutes Internet gibt, dass ihr uns ortsunabhängig besuchen könnt. Wir haben kleine Lerngruppen, das gilt auch überall, auch für die virtuellen Veranstaltungen, maximal 44 Teilnehmerinnen in einem Kurs und eben ihr habt 24/7 die kompletten Lernmaterialien. Wir haben eine sehr große und umfangreiche Online-Bibliothek mit Zeitschriften und Lehrmaterialien, Videos, wir haben eine eigene Lern-App, IU Learn. Wir setzen gerade sehr erfolgreich in den ersten Kursen schon KI wie ChatGPT tatsächlich ein, ja, die auch Fragen generiert und wo ihr in der KI Fragen stellen könnt, die euch dann auch Antworten gibt, die auch von menschlichen Tutoren noch sicherheitshalber überprüft werden. Aber genau, die auch euren individuellen Lernfortschritt quasi messen kann, um euch dann Fragen zu stellen quasi für euer Lernniveau. Also all das gibt es bei uns, damit ihr eben den Stoff gut versteht. Was könnt ihr bei uns alles im MyStudium studieren? Es vergrößert sich stetig. Es ist, wie gesagt, unser jüngstes Studienformat, aber es wächst extrem rasant. Also wir sind vor anderthalb Jahren mit 3, 4 Studiengängen nur gestartet. Jetzt werden es ab Oktober 17 sein, wie ihr seht, von den Klassen über auch eher die technischen Marketing, Mediendesign, auch soziale Arbeit zum Beispiel kann man bei uns studieren, dann noch mit einem Sondermodul, dass ihr auch diesen Abschluss bekommt als staatlich anerkannte Sozialpädagogin, wenn ihr das bei uns studieren wollt, was eben wichtig ist, um in dem Bereich in der Branche zu arbeiten. Genau, das wird auch nochmal neue Sachen wie Game Design, finde ich zum Beispiel, also Jonas und ich sind Spielberater im Dualen, hauptsächlich so für Marketing, Medien. Da finde ich es auch ganz cool, dass es jetzt zum Beispiel Game Design gibt, weil wir schon immer mal Bewerberinnen haben, die sagen, sie wollen Mediendesign machen, um später mal in der Spielebranche zu arbeiten. Jetzt könnt ihr auch mit MyStudium einen passenderen, noch passgenaueren Studiengang dafür zum Beispiel machen. Psychologie haben wir, ja. Das ist so das Angebot. Wie sind die Rahmenbedingungen? Also wir sind akkreditiert staatlich als eine Fachhochschule. Das heißt, ihr bräuchtet im Idealfall eine Fachhochschulreife oder eben natürlich die allgemeine Hochschulreife, aber das Abitur. Ihr dürft auch ohne Abitur bei uns studieren, über diesen Weg der Industrie- und Handelskammerfortbildung mit einer Meisterausbildung oder als IHK-Fachwirt zum Beispiel oder auch alles, was Abschlussniveau 6 hat nach dem europäischen Qualifikationsrahmen, zum Beispiel auch mit einer Ausbildung zur Erzieherin, ist nach Fachhochschulreife gleichgestellt, dürft ihr bei uns studieren. Oder wenn ihr eine mittlere Reife quasi habt, einen Realschulabschluss und dann eine Berufsausbildung gemacht habt, die mindestens 2 Jahre gedauert hat und dann 3 Jahre noch in Vollzeit gearbeitet habt, dann dürft ihr auch in einem fachlich passenden Studiengang, also zum Beispiel, ihr seid ausgebildete Mediengestalterin digital und print und habt in dem Bereich 3 Jahre gearbeitet, dann dürft ihr bei uns auch Mediendesign studieren, aber nicht zum Beispiel soziale Arbeit, kurz gesagt. Was müsst ihr investieren? Wir sind eine private Hochschule, das heißt, wir leben nicht aus Steuergeldern, sondern zu 100% aus Studiengebühren quasi. Und die betragen im MyStudium 390 Euro im Monat. Und anders als im Dualen gibt es eben keinen Praxispartner, der die Studiengebühren übernimmt. Aber die gute Nachricht ist, es gibt eben jede Menge Möglichkeiten, die zu finanzieren. Grundsätzlich seid ihr, weil wir staatlich akkreditiert sind, bei uns BAföG berechtigt, wenn das eben entsprechend für euch in Frage kommt. Ja. Wenn es für euch in Frage kommt, vom Alter her seid ihr auch kindergeldberechtigt, ja, was ja auch bis zu 52 Euro schon sein können. Und das MyStudium ist eben extra so aufgebaut, dass ihr nebenher möglichst noch arbeiten
könnt und auch solltet, um entsprechende Praxiserfahrung zu sammeln, weil ihr eben mindestens 2 volle freie Tage in der Woche noch zur Verfügung habt, um die zum Arbeiten auch mit einzuplanen. Und dadurch wird es aus unserer Erfahrung auch in der Studienberatung eigentlich so ziemlich für jeden finanzierbar mit diesen Rahmenbedingungen, ja, der das eben gerne nutzen und machen möchte. Wie könnte das aussehen, euer Weg quasi von hier an bis zum Start ins Studium? Also, wenn ihr euch bewerbt bei uns, dann habt ihr auch immer noch mal Kontaktdaten von Kolleginnen aus der Studienberatung vom MyStudium, die den ganzen Tag dazu beraten und euch wirklich auch alle vertieften Fragen nochmal dazu beantworten können. Ihr bewerbt euch, entscheidet euch eben bei der Angabe der Bewerbung für einen Standort, den ihr auswählt, dann den ihr auch, wie gesagt, während des Studiums nochmal wechseln könnt, aber erstmal einen, wo ihr beginnen wollt. Entscheidet euch für einen Studiengang, ladet die Unterlagen hoch, es gibt einen Studienvertrag, der wird euch per Mail zugeschickt, den füllt ihr aus und schickt ihn zurück, reicht eure Hochschulzugangsberechtigung ein und dann kann es losgehen. Ja. So ein Start kann dann so aussehen an einem unserer Standorte, dass es halt auch so quasi so einen kleinen Ersti-Tag gibt, ne, wo ihr auch eure Kommilitoninnen kennenlernen könnt. Und das ist auf jeden Fall nochmal ein echter Vorteil auch, was wir jetzt schon in den 1,5 Jahren merken, vom MyStudium gegenüber dem Fernstudium. Im Fernstudium habt ihr so ein bisschen den Nachteil, man kann jederzeit starten. Es gibt verschiedene Zeitmodelle, Voll- und Teilzeit. Und da sitzt ihr wirklich mit Leuten zusammen quasi in einem Kurs, gewissermaßen im Fernstudium, wo vom 19-Jährigen bis zur Rentnerin alle dabei sind. Ja, also da werdet ihr auch mit Leuten dabei sein, die im Fernstudium, die vielleicht eben das wirklich im Ruhestand nochmal machen, einfach aus Spaß an der Freude und nie vorhaben, eine Prüfung abzulegen. Und es zeigt aber, wir haben Untersuchungen im Fernstudium über den Studienerfolg. Der Studienerfolg ist dann am sichersten, wenn ihr euch eine Lerngruppe sucht. So 2, 3 Leute, wo ihr sagt, wir starten gemeinsam und ziehen das gemeinsam durch, setzen uns außerhalb der Tutorien auch noch Termine, wo wir gemeinsam lernen, verteilen das, dass jede Woche mal jeder dran ist, Stoff vorzubereiten und zu erklären, vielleicht Aufgaben rauszusuchen, ne? Sodass man auch so ein paar Leute hat, die einen auch mal motivieren und mitziehen, wenn man selber vielleicht sagt, ach, ich habe irgendwie gerade einen Hänger. Und im MyStudium ist es eben so, durch diese festen Starttermine jeder Vierteljahre und dadurch, dass die meisten unserer Studentinnen so in den 20ern sind, ja, habt ihr eben Leute, und das eben Vollzeit ist, habt ihr eben Leute, die ihr da trefft, egal ob virtuell oder am Standort, die eben mit euch gemeinsam das schon vorhaben, auch durchzuziehen. Und das sind halt wirklich gute Voraussetzungen, dass ihr euch vernetzen könnt, Lerngruppen bilden könnt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt eben für den Studienerfolg. Ihr könnt unsere komplette Infrastruktur am Campus benutzen, ja, in Veranstaltungsräumen, Gruppenarbeitsräume gibt es, an manchen gibt es auch eine Cafeteria und drin eine Lounge mit. Ja. Und dann könnt ihr euch das eben so vorstellen, so ein Quartal geht los, ihr habt dann in jedem Quartal 7 bis 9 Wochen, wo ihr quasi Skripte habt, Podcasts, Videos, grundsätzlich alles, was ihr braucht, um euch den Stoff einmal selbst beizubringen und zusätzlich eben das Angebot, sei es eben in Präsenz oder über Zoom, ja, an diesen Tutorien teilzunehmen, die 2 bis 3 Mal pro Woche stattfinden. Diese Tage können pro Quartal wechseln. Also es kann mal sein, dass ihr, wenn ihr im Oktober anfängt, von Oktober bis November, bis Dezember, die Tage sind Montag, Dienstag, Mittwoch und dann wären es Donnerstag und Freitag von Januar bis April. Aber innerhalb dieser 3 Monate sind diese Tage fest. Und ihr seid aber, das ist eben schon wichtig, ihr seid grundsätzlich selbstverantwortlich, euch den Stoff einmal beizubringen. Es sind also keine Vorlesungen wie im dualen Studium oder wie einem staatlichen quasi Vollzeitstudium, wo ein Professor vor euch steht und sagt, hallo, herzlich willkommen, wir schlagen jetzt mal gemeinsam das Lehrbuch auf und fangen auf Seite 1 mit Kapitel 1 an. Ja, sondern es ist dann schon so, dass der Tutor sagt, hallo, herzlich willkommen, Stunde 1. Ich gehe davon aus, ihr alle habt Kapitel 1 euch einmal schon erarbeitet. Welche Fragen habt ihr? Und wir lösen jetzt folgende Übungsaufgaben gemeinsam dazu. Ja? Also grundsätzlich seid ihr dafür verantwortlich, euch den Stoff einmal selber anzuschauen. Und dann habt ihr aber über diese Tutorien immer die Möglichkeit, das zu nutzen, gemeinsam Aufgaben zu lösen, Fragen zu klären. Die Tutorien werden nochmal Impulsvorträge mit reingeben, auch aus der Praxis raus. Und euch eben im Idealfall mit Lerngruppen nochmal mit dem Stoff auch zu beschäftigen. Dann habt ihr so eine Zeit von 2 Wochen am Ende jedes Quartals, wo vorgesehen ist, dass ihr die Prüfung schreibt und es quasi empfohlen ist. Und ihr habt so eine Art, ich sag's mal Semesterferien in Anführungszeichen, halt immer am Ende jedes Quartals Zeiten, wo keine Veranstaltungen sind, wo ihr aber im Idealfall eben die, aber wo ihr auch immer so 2 Wochen noch Puffer habt. Also ihr habt eigentlich immer im Juni, im September
und um Weihnachten und Ende März 1 bis 3 Wochen ohne Veranstaltung. Und wenn ihr dann eben zügig auch die Prüfungen schreibt, dann hättet ihr quasi zum Beispiel im Juni und September auch noch 2 Wochen, bevor das nächste Quartal startet. Die alten Prüfungen sind rum, wo ihr auch zum Beispiel guten Gewissens Urlaub machen könnt. Und so könnte es dann exemplarisch bei euch aussehen. Na, angenommen, ihr hättet dann eben in dem Quartal Montag Veranstaltung, dann habt ihr Mittwoch, Donnerstag komplett Zeit, die ihr zum Beispiel für den Nebenjob, neben dem Wochenende natürlich noch, verplanen könnt. Ne? Euch mit Lerngruppen noch sowieso noch treffen, euren Hobbys noch nachgehen nebenher. Und ihr könnt zum Beispiel auch auf Study Coaches bei uns zurückgreifen, wenn ihr mal sagt, ich habe irgendwie mal einen Hänger oder ich will mal wissen, welcher Lerntyp ich bin oder wie könnte ich eine Technik quasi, um mich gut zu strukturieren. Dafür haben wir bei uns auch Study Coaches, auf die ihr zurückgreifen könnt. Und ihr habt eben immer, egal wo ihr seid, unsere Lern-App und unser MyCampus, unser Intranet, wo ihr komplett euer Studium verwalten könnt, eure Kurse, ihr seht eure gesamten Materialien, ihr seht die Online-Bibliothek, ihr seht Testklausuren und Testaufgaben, die ihr immer lösen könnt, ja, um euer Wissen zu überprüfen. Ihr habt alle Foliensätze aus den Tutorien, Musterklausuren, ja, alle Materialien sind bei uns immer online verfügbar, 24/7. Und über die Lern-App auch immer stärker, ja, KI unterstützt, immer und überall verfügbar. Und bei den Prüfungen könnt ihr die an einem unserer Studienorte schreiben. Und wir sind eben an über 35 Orten mit einem Campus vertreten und an noch mehr Orten sogar mit Prüfungszentren, die quasi, ne, wo wir auch Räume angemietet haben, wo man Prüfungen schreiben kann, auch in Österreich und der Schweiz. Ansonsten könnt ihr auch an Goethe-Instituten quasi schreiben oder wenn ihr wollt, könnt ihr auch eine Klausur virtuell ablegen. Und das läuft dann so, dass ihr eine externe Webcam braucht, die schwenkt ihr zu Prüfungsbeginn einmal durch den Raum, dass der Prüfer sieht, okay, da sitzt nur ihr und nur mit den erlaubten Materialien und dann richtet ihr die Webcam so aus, dass sie euch in euren Bildschirm filmt und dann könnt ihr die Prüfung auch ortsunabhängig, auch zum Beispiel aus dem Ausland raus schreiben, wenn ihr wollt. Und das ist am Anfang vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, ja, aber es ist im Grunde nichts anderes, als in der ersten Reihe gesessen zu haben bei der Klassenarbeit und genau von der Lehrerin beobachtet worden zu sein. Ja. Und das ist ein Format, was seit Jahren 10.000 Mal pro Jahr von Fernstudenten bei uns genutzt wird und auch wirklich funktioniert. Und bevor ihr das erste Mal macht, habt ihr auch die Möglichkeit, das zu testen und mal zu probieren, ob das mit der Technik alles funktioniert und dass ihr dann nicht aufgeregt seid. Hier vielleicht noch eine Frage zu, und zwar, wenn man jetzt auch virtuell studieren würde, dürfte ich dann trotzdem an einem Präsenzstandort auch schreiben oder muss ich das dann virtuell machen? Ja, das darf man, genau. Also die Form, in der ihr die Klausur schreibt, ist nicht gebunden an den Standort quasi. Ne? Also ihr dürft, auch wenn ihr in Präsenz in München studiert, dürft ihr eine virtuelle Klausur ablegen und wenn ihr am virtuellen Campus studiert, dürft ihr trotzdem nach München fahren oder nach Hamburg, wenn ihr da wohnt quasi und dort, wenn ihr eingebucht seid, die Klausur schreiben. Genau, wir haben, hier seht ihr die Kontaktdaten, ne, und unsere Website von der Studienberatung auch zu MyStudium. Das Einfachste ist eigentlich aus meiner Sicht, ihr nehmt die Aufforderung an, die ich euch gerade gesendet habe, ne, die Kontaktdaten zu teilen, lasst ihr uns einfach da. Dann kriegt ihr im Nachgang auch nochmal die Infos zur Website und so weiter, Infomaterial von uns gerne, ne, zum MyStudium und könnt euch in aller Ruhe informieren. Einen ganz kurzfristigen Studienstart gäbe es durchaus für kurz entschlossene zum 1. April. Ist absolut noch möglich, wenn ihr das möchtet. Ja, und dass ihr noch die nächsten Tage in Ruhe anschaut und euch dafür entscheidet. Ansonsten gerne zum Juli, zum Oktober auch in den nächsten Möglichkeiten. So, sind ansonsten Fragen von eurer Seite noch offen? Genau, also bisher sind wir, glaube ich, auf dem aktuellen Stand im Chat. Schickt natürlich sehr aber gut. Jetzt auch gerne noch was rein. Auch gut. Ja, aber genau, wir sind noch da. Wir müssen auch um 14 Uhr quasi jetzt hier nicht. Wir werden nicht rausgeschmissen aus dem Raum. Ja. Also nutzt das gern auch noch. Aber ansonsten sind wir auch danach bis 15 Uhr noch, Jonas und ich auch noch am Stand, unsere Kollegin auch noch. Dann könnt ihr gerne nochmal vorbeikommen und auch nochmal Fragen stellen.
Vielleicht auch, wenn ich eine Frage irgendwo übersehen habe und die noch nicht beantwortet wurde, schreibt sie gerne nochmal rein. Ja, passiert natürlich schnell mal. Genau, dann gucken wir da natürlich auch noch. Gerne. Ah, die eine Frage von Jaden. Wie lange dauern die virtuellen Vorlesungen? Also ihr habt genau immer drei Unterrichtseinheiten für einen Kurs quasi pro Woche und eine Unterrichtseinheit sind 45 Minuten. Ja, mit ein bisschen Pause gerechnet ist immer ein Unterrichtsblock quasi 2,5 Stunden in eurem Kalender dann. Und davon habt ihr je nach Woche in einem Quartal entweder 2 oder 3. Das heißt, entweder 5 oder 7,5 Zeitstunden, um ganz genau zu sein, quasi die, genau, 2,5 am Tag und das verteilt auf 2 oder 3 Tage, entweder 5 oder 7,5 Zeitstunden, die ihr in den Tutorien seid und dann kommt, kommt noch der Selbstlernaufwand hinzu. Frage von Lula, kann man auch auf dem Campus wohnen? Die Antwort lautet, nicht legal. Also quasi, wir haben quasi keine Studentenwohnheime. Wenn dann in warmen Nächten nur mit Schlafsack. Ja. Die Veranstaltungen können vormittags oder nachmittags sein, je nach Verfügbarkeit der Tutorinnen. Was sie aber auf jeden Fall sind, sind quasi tagsüber. Also es ist kein berufsbegleitendes Studium, wo man irgendwie 19 bis 21 Uhr Veranstaltung hat, ja, sondern die sind irgendwo zwischen 8 und 16, sage ich mal, ja, angesiedelt vom Zeitrahmen. Gerne. Ja, also die Vorlesungen, diese Tutorien werden nicht aufgezeichnet. Ja, das wäre auch also einmal datenschutzrechtliche Gründe mit den Teilnehmerinnen, ja, auch. Und es ist eben so, es ist ja ein Zusatzangebot quasi, na, und es soll auch ein gewisser Anreiz da sein, die auch zu nutzen, weil es geht ja auch vor allem da auch um die Live-Interaktion, na, weil grundsätzlich haben wir ja auch Videos und Podcasts bei den ganzen Kursen mit dabei. Das heißt, man hat erstmal grundsätzlich alle Materialien zur Verfügung, um sich auch komplett ohne diese Tutorien selbst vorzubereiten, wie in einem Fernstudium, ja, und dann eine Prüfung zu schreiben. Und deswegen, das ist eben noch ein extra Angebot, was man dann aber auch, wenn man es nutzen möchte, auch live quasi nutzen müsste. Luis fragt, kann ich Klausuren oder Prüfungen auch schieben? Ja, das kann man. Und das ist eben gleichzeitig eine Chance halt, ja, aber auch ein Risiko, ganz ehrlich, ja, weil ihr seid eben selbst dafür verantwortlich. Und das ermöglicht euch natürlich zu sagen, wenn in eurem Leben gerade was anderes, ein familiärer Notfall oder ihr habt ein richtig spannendes Arbeitsprojekt, ja, wo ihr sagt, dafür kann ich jetzt mal mein Studium ein halbes Jahr ein Stückchen zurückstellen oder sowas, ne, dann geht das. Aber natürlich bringt das auch ein bisschen die Gefahr, dass man ein bisschen anfängt zu schieben und am Ende wird es so ein Berg, ja, der immer größer und größer wird. Deswegen ist ganz klar die Empfehlung von uns, das wirklich nur im Ausnahmefall zu tun und dass ihr euch wirklich daran haltet, dass ihr quasi auch dann direkt in dem Quartal, wenn ihr im Stoff steht, die Tutorien besucht habt, das euch angeschaut habt, auch dann direkt danach die Prüfung schreibt und einen Haken dran setzen könnt. Gut, dann würde ich sagen. Eine Frage kam gerade noch rein, und zwar hat man einen Ansprechpartner, wenn man mit dem Unterrichtsstoff nicht weiterkommt?
Ja, also dafür gibt es einmal die Tutorinnen selbst, ne, die einem quasi diesen Kurs begleiten. Und dann, was ich kurz gesagt habe, bei uns unabhängig davon die Study Guides, deren Aufgabe es genau eben ist, einem das Lernen lernen beizubringen. Ja, quasi, also die sind nicht Expertinnen für, wenn ihr jetzt Wirtschaftspsychologie studiert, ja, für eben Psychologie, aber die sind Expertinnen dafür, welcher Lerntyp lernt wie am besten, wie strukturiere ich mich, was mache ich, wenn ich Motivationstief habe, was mache ich, wenn ich irgendwie kein Land mehr sehe bei einem Stoff, dann lohnt es sich auf jeden Fall bei den Study Guides einen Termin zu buchen und quasi sich von denen coachen zu lassen. Und wenn es um inhaltliche Fragen geht, bei dem, dafür gibt es eben dann genau die Tutorinnen, die man dann eben in diesen Tutorien fragen kann, wenn man irgendwas nicht verstanden hat, die einem das dann nochmal erklären. Gerne. Okay, dann, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, vielen Dank für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit. Bei uns in Erfurt hat es jetzt richtig aufgeklärt, gerade wieder während des Vortrags. Und ich hoffe, bei euch hat es quasi auch aufgeklärt, ja. Und es sind keine Fragewolken mehr. Aber wenn es noch ein kleines Cumulus-Fragewölkchen bei euch gibt, dann kommt gerne bei uns noch am Start. Ich gehe auch gleich wieder rüber. Und dann sind wir noch bis 15 Uhr gerne für euch da. Und wenn ihr eure Kontaktdaten da gelassen habt, kriegt ihr dann nächste Woche auch das entsprechende Infomaterial von uns noch zugeschickt. Jo. Okay. Dann viel Spaß noch an alle und vielleicht sehen wir uns ja gleich dann nochmal. Bis dann.